Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Trading-Tipp auf meinem Kanal. Und heute werden wir wieder ein bisschen über das Investieren reden mit gewechselten Karten. Also habe ich mir vorhin ein paar angeschaut und die gehen richtig gut durch die Decke. Können wir hier bei diesem Batsuer zum Beispiel schon mal sehen. Also der war vorher bei 500 oder so, die PSW-Version. Und ihr seht, hier gibt es jetzt keinen mehr, gibt es welche für 900, können wir ja schauen. Hier, den könnte man jetzt theoretisch sogar mitnehmen, aber ich habe keinen Platz mehr auf der Transferliste. Deswegen zeige ich euch das anders. Ich werde nur bieten, weil ihr seht, meine Transferliste ist voll. Bieten kann ich noch einiges. Zeige ich euch natürlich, wie ihr das dann macht. Schauen wir mal, 950 gibt es auch keinen. Das heißt, die neuen Karten, die interessieren uns überhaupt nicht. Also diesen Batsuer hier interessiert uns gar nicht. Wir würden uns hier jetzt interessieren für den hier. Könnt ihr da schauen, der ist jetzt schon. 2K ist jetzt bis jetzt der billigste. Ihr seht, da sind auch nicht viele auf dem Markt. So was machen müsst ihr machen. Ihr müsst Spieler, die es noch nicht als Karte gibt. Zum Beispiel einen Draxler würde ich aber nicht nehmen, wenn es nur mal so ein großer Spieler gibt. Den gibt es auch jetzt als PSW-Version. Ist wahrscheinlich noch selten, aber gibt es jetzt auch. Und die ganzen anderen Spieler. Kann es euch gleich zeigen, in was ich dann investieren werde. In was für zwei Spieler. Okay, ist jetzt keiner auf dem Markt oder was? Ah, hier ist jetzt einer. Seht ihr, der kostet so 20k oder so. Könnt ihr mit denen auch traden, aber müsst ihr auch aufpassen bei denen. So, dieser Kolo Dings ist auch zu Gladbach gewechselt. Dieser Kohl, der hier, da könnt ihr euch noch die alte Version versuchen zu erbieten für 6700. Die ist noch recht günstig, also geht ihr einfach 650, bietet einfach alle durch. Gladbach Version könnt ihr auch 650 bieten, 700 könnt ihr auch noch bieten. Wie gesagt, geht da einfach durch. Mit dem Spieler könnt ihr das noch machen, weil er relativ noch günstig ist. Aber die meisten Spieler gehen immer gut ab, wenn die wechseln. Also die ganzen anderen Spieler, ihr habt es bei diesem Batsuher gesehen. So. Das machen wir mal weg. So, zack. Dann kann der das natürlich noch mit einem Sasa, den gibt es zwar noch nicht, aber der geht zurück zu Juventus. Und der spielt in der Premier League. Wie gesagt, bietet da auch nur auf 650. Weil für 700 bekommt ihr die dann auf jeden Fall weg. Ihr seht, da gibt es auch nicht viele. Ich werde euch zwei Spieler zeigen. Mit den Silberspielern könnt ihr das natürlich auch machen. Habe ich mich aber jetzt nicht so informiert da. Weil letztes Jahr sind auch die Goldspieler sehr gut angestiegen. Wenn ihr die dann ein paar Tage, ein paar Wochen müsst ihr sie schon behalten. Ich werde sie zwischenzeitlich einfach so mal anbieten, wenn ich Plätze frei habe. Wenn nicht, werde ich sie einfach so behalten. Also bei Mali. Ja, kann man mitnehmen, aber bei dem ist es eigentlich eher sinnlos, dass man den mitnimmt. Weil es den natürlich, der geht zu Wolfsburg, das ist auch noch in der Bundesliga. Hier, den müssen wir nicht bieten, den hier. Der wird sicher für 400 gekauft, genauso wie der hier. Den hier kann man probieren, wird wahrscheinlich aber auch gekauft. Und dann bietet ihr auf einfach jeden 350 und das ist ja kein Risiko. Da habt ihr ja nichts zu verlieren, wenn ihr 350 drauf bietet. Sag mal, ihr bekommt ja eh 310, wenn er den abstoßt. Also 40 Münzen würdet ihr Verlust machen. Aber wie gesagt, den gibt es eh nicht mehr als Mainz-Version, wenn die neuen Karten rauskommen. Daher könnt ihr keinen Verlust machen. Können wir mal schauen. Ja, die Gladbach-Version von dem hier werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Aber so Sasa Mali würde ich euch empfehlen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt es natürlich auch nicht machen. Euch überlassen. Wenn ihr heute Abend Bock auf den Stream habt, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie viel Lust haben. Werde ich mir überlegen, ob wir vielleicht einen machen. Aber wie gesagt, ist noch nicht sicher. Falls wir einen machen, so 8 Uhr, also 20 Uhr, pimmelt dann vorbei. Könnt ihr mal kurz schauen, wenn einer online ist. Wie gesagt, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, werde ich es machen. Da müssen schon ein paar sein. Und dann sagen, das wäre es mit dem Tipp gewesen. Wie gesagt, wenn euch es gefallen hat, zeigt es gerne. Und sagen, es wäre es gewesen. Ciao, ciao. Bis die Tage.